User, Forenbesucher und Kaya-Blog-Besucher. Heute geht es um ein neues Produkt von Kaya. Und zwar hat Kaya wieder mal ein paar Glasprodukte rausgebracht. Und in diesem Video werde ich euch den neuen Kopf vorstellen. Und zwar den neuen Disc-Vortex-Glaskopf. So sieht er aus. Diesmal ist das Kaya-Logo auch richtig rum. Hat ja viel letztes Mal gestört. Erstmal schnell zu den Maßen. Einen Moment. Ich bin wie immer super vorbereitet. Glasköpfe. Er kostet 9,90 € im Kaya-Shop. So, die Höhe beträgt 11 cm. Fußdurchmesser ist 4 cm. Und der Kopfdurchmesser ist 4,5 cm. Der alte Kopf, also der alte Glas-Vortex, hatte hier nicht so einen breiten Fuß wie der jetzt. Das Loch unten ist etwas kleiner geworden. Das heißt, ihr müsst jetzt eine Mir-Dichtung nehmen oder halt eine ganz normale Standarddichtung. Und zwar keine Scheinwerferdichtung, sorry. Der Kopf funktioniert nach einem neuen Prinzip. Ich muss mal kurz den Fokus einstellen. So. Und zwar drinnen sind da jetzt 4x3 so eine Schlitze. Dadurch habt ihr einen besseren Durchzug. Was gibt es noch zu sagen? Wie tief ist der Kopf? Wo ist mein Zimmer? Ja, meine ich. Machen wir so. Ist ein bisschen blöd zu messen. Die Tiefe ist so circa 2,5 cm. Zur Reinigung. Dadurch, dass der Kopf. Moment, machen wir noch kurz den Fokus an. So. Der Kopf drin hat ja so komisch wie so ein Pilz drin. Das heißt, der Tabak kommt hier rein und geht zum Teil darunter. Das Problem ist, wenn ihr jetzt raucht und der Tabak ist am Ende halt ganz durch, bisschen hart geworden, ist etwas schwerer, ihn sauer zu bekommen. Aber es ist kein Problem, einfach warmes Wasser rüberlaufen lassen und der Tabak wieder ein bisschen aufweicht. Stahlwolle nehmen, reindrücken, hin und her drehen, kriegt ihr alles raus, bis auf halt diese kleinen Dinger. Sind so ein bisschen schwarz. Das stört jetzt nicht beim Rauchen, hatte ich auch beim alten Glaskopf. Haben wir auch viele beim Edelglaskopf. Was soll ich noch sagen? Der einzige Haken an dem Kopf ist die Reinigung. Ihr braucht da vielleicht 2-3 Minuten länger. Und sonst haut ihr einmal die Woche in die Spülmaschine rein. Lässt ihn kurz dann waschen, ist wieder blitzblank. Wenn ihr keine Spülmaschine habt, nehmt ihr einfach einen Kochtopf. Haut da Wasser rein, bringt es zum Kochen. Ein Spülmaschinentopf oder 2-3 Cookie Dents geht auch. Legt den Kopf rein, lasst ihn 10 bis 15 Minuten in den kochenden Wasser drin. Das Wasser sollte auch weiter köcheln. Kochen meine ich. Ja. Und dann habt ihr auch den Kopf wieder sauber. Sonst einfach mit der Stahlwolle ein bisschen bearbeiten und dann ist der Kopf wirklich sauber. Jetzt noch schnell zum Setup. Werde ich euch auch noch schnell zeigen. Ich nehme dafür extra den Nackler Honigmelone. Weil, wie dann gesagt, der Kopf wird schlecht rauchen, weil die Schlitze oben die Hitze einfach wegziehen werden. Deswegen nehme ich Nackler. Der Tabak braucht viel Hitze, um gut zu rauchen. Ich muss noch kurz meinen Gaskocher ausmachen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. So, die meisten sollten ja nachher kennen. Den Schnitt zeige ich jetzt auch nicht. Der Schnitt ist nicht schön, aber es reicht zum Kopfbauen, das ist kein Problem. Ich mag Nackler, die haben sehr gute Sorten. Die meisten haben eh noch nie Nackler geraucht und sagen einfach nur, Nackler ist scheiße, weil sie es in Foren gelesen haben. Oder von irgendwelchen Typen bei YouTube gehört haben, Nackler sei nicht gut. Das stimmt nicht. So. Wie viel Gramm Tabak sind da? Ja, es ist zu spät. Das werden ja auch circa zwischen 6 und 8 Gramm sein. Der Vorteil hier ist, ihr könnt auch ein bisschen mehr Tabak rein tun als bei dem alten Glaskopf. Dadurch, dass die Schlitze halt oben anfangen und so runtergehen, habt ihr kein Problem mit dem Durchzug, wenn die halt etwas gestopft sind. Oder verstopft sind, besser gesagt. So. So.
So, kurz hier den Fokus anmachen. So, der Kopf ist fertig befüllt. Sieht so aus. Ihr habt da noch ungefähr 4-5 mm Platz bis zum Rand. So. Jetzt kommen 3 Lagen normal aus das Alu rüber. Könnt auch 2 Lagen von der blauen Alu, Kaya Alu, eine Lage Havanna Alu sind es, glaube ich. Was gibt's noch? Eine Lage Gastro Alu. Ja. Dann gibt es noch andere Alufolien, aber die kenne ich nicht. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie dick die ist und wie viele Lagen ihr braucht. So. Jetzt müsste ich noch wissen, wo meine Nadeln sind, damit ich Motorlöcher stechen kann. Ach, ja. Da sind sie. Ja. Ich benutze jetzt halt die. Ich benutze die 2 Flächenlochen, das heißt einfach 2 Flächenlochen, daneben noch ein paar Löcher für den Durchzug und 2 Brikos drauf am Ende. Ja, ihr liebt das Geräusch von der Alufolie, wenn sie gelocht wird. So sieht meine Lochung aus. Ja, ich werde es anrauchen und mich dann gleich wieder melden. Bis gleich. So läuft es mir gerade am Rauch. Ich rauche ja, wie schon gesagt, der Disc Vortex. Das habe ich ja vorhin erwähnt und gezeigt. Rauchen tut meiner PNS 400. Einen der neuen Kaya-Schläuche. Den werde ich auch noch gleich reviewen und den Typhoon werde ich auch noch bekommen. Vielen Dank an dich, Kaya. So zum Durchzug. Lässt sich wunderbar leicht ziehen. Viele haben sich ja beschwert bei der alten Kaya Glas Vortex, dass der Durchzug nicht so toll sei. Das ist bei dem Kopf gar kein Problem mehr. Ihr habt einen super Durchzug. Auch mit der Hitze habe ich jetzt kein Problem. Ich rauche Nackler, der braucht 14, damit er schön raucht. Tut er jetzt auch. Ist sehr schön. Der Kopf ist wirklich gut gelungen. Wie gesagt, der einzige Haken ist halt die Sache mit der Reinigung. Die dauert etwas länger, aber ist jetzt auch nicht so schwer. Es geht wunderbar. Und ja, wenn ihr einen guten Kopf sucht, der zum Alleinrauchen geeignet ist und unbedingt aus Glas sein soll, dann kann ich euch nur empfehlen. Er ist sehr gut. Ihr könnt damit alleine eine Dreiviertelstunde rauchen. Es reicht ja auch, wenn man alleine raucht. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.